Frühjahr und Herbst ist Pflanzzeit. Und was man berücksichtigen sollte bei der Pflanzung, das könnt ihr jetzt sehen. Gehölzpflanzung. Und was müssen wir dabei berücksichtigen? Ja, Gehölzpflanzung, darunter versteht man das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern, sprich alle Pflanzen, die verholzen, im Gegensatz zu Stauden. Das sind krautig bleibende Pflanzen, die verholzen also nicht. Also Bäume und Sträucher mit sekundärem dicken Wachstum, das sind eigentlich Gehölze. Und da ist zu beachten, dass also zum einen man standortgerecht die Pflanzen auswählt. Das heißt also Pflanzen, die Schatten vertragen, gehören in Schatten. Pflanzen, die absolute Sonne mögen, die gehören eben in die Sonne. Und man sollte dann eben nicht anfangen zu tauschen und sagen, so, ich mag aber einen Hibiskus besonders gerne und pflanze den in den Schatten, das wird nichts werden. Dann ist darauf zu achten, dass die Pflanzlöcher entsprechend groß ausgekoffert werden. Das heißt also, die Pflanzgrube sollte anderthalb bis zweimal so groß sein wie der Ballen, aber auch nur so tief, wie der Ballen in seiner Stärke ist. Und dann sollte man darauf achten beim Pflanzloch, dass man Unter- und Oberboden voneinander trennt, weil nur im Oberboden sind die aeroben Bodenlebewesen und im Unterboden die Anaeroben. Und wenn man anfängt, da zu mischen oder gar Kompost in tiefere Bodenschichten einarbeitet und denkt so, wow, das ist super für die Pflanze. Das Gegenteil ist der Fall, weil der Kompost fault in 50 cm Tiefe und die Pflanze sagt dann, das mag ich gar nicht, und dann fangen die Wurzeln auch an zu faulen. Dann ist darauf zu achten, dass wenn bei einer Pflanze ein Ballen gestochen wurde, dass ja durch das Ballenstechen in der Baumschule der Pflanze Wurzeln entfernt wurden. Und durch einen Pflanzschnitt in der Krone, natürlich habitusgerecht, also nicht einfach irgendwo abschneiden, sondern dem normalen Wuchs des Baumes oder des Strauches entsprechend ein Ausgleichsschnitt in der Krone vorgenommen werden muss, um ca. 30% der gesamten Blattmasse. Okay, Nadelhölzer und Laubhölzer, gibt es da Unterschiede bei der Pflanzung? Ja, bei Nadelgehölzen ist es generell so, also zum Beispiel Kiefern, oder auch Fichten und Tannen, dass die ein bisschen im Herbst zum Beispiel eher zur Verfügung stehen, weil die ausgereifter sind. Bei Laubgehölzen ist es so, da müssen sich die Pflanzensäfte im Oktober dann erstmal zurückziehen. Das heißt also, die Baumschulen geben die eigentlich erst ab Mitte Oktober raus, wenn die einigermaßen ausgereift sind. Es gibt andere Laubgehölze, die noch später ausgeliefert werden, zum Beispiel Robinie. Die behalten ihr Laub lange dran, die kann man erst ab Anfang November pflanzen. Und bei immergrünen Gehölzen sollte darauf geachtet werden, dass zum Beispiel bei Rhododendren, wie jetzt hier auch im Hintergrund zu sehen, dass wenn diese gepflanzt werden im Herbst, dass wenn die noch nicht eingewurzelt sind in den Boden, dass die sehr stark frosttrocknes gefährdet sind. Das heißt also, wenn der Boden gefroren ist, verdunstet die Pflanze über die Blätter weiterhin Wasser und kann aber über den gefrorenen Boden kein Wasser nachsaugen. Das bedeutet dann, wenn der Boden zum Beispiel getaut sein sollte, auch im Winter, einfach mal hingehen und eine Gießkanne Wasser ranschütten. Hat man das nicht auch bei Nadelgehölzen? Man beobachtet doch auch zum Beispiel die Zuckerhutfichte oder so, dass die dann zum Beispiel eintrocknet. Ist das da nicht dasselbe Problem oder ist das was anderes? Da ist es bei Nadelgehölzen nicht ganz so extrem wie bei zum Beispiel immergrünen Blattgehölzen, weil die haben halt eine breite Blattspreite. Da hat die Sonne eine viel größere Angriffsfläche. Das kann man zum Beispiel beobachten bei Rhododendren, wenn die eingewachsen sind, dass die dann so die Blätter hängen lassen und auch einrollen, um letztendlich die Fläche, die der Sonne exponiert ist, um die letztendlich zu reduzieren. Es ist wie wenn wir frieren, dann machen wir uns auch klein und rollen uns zusammen. Thema Drainage ist auch ein ganz wichtiges Thema. Was sollte man da berücksichtigen, gerade bei Bäumen? Also wenn Sie Bäume pflanzen, zum Beispiel auf durchlässige Untergründe, dann hat man das Problem nicht. Bei zum Beispiel lehmigen Boden oder wenig durchlässigen Boden habe ich immer das Problem von Staunässe. Da kann man zum Beispiel einen Trick anwenden, indem man das Loch nicht wie so eine Kuhle aushebt, sondern einen mittig gewachsenen Erdsattel stehen lässt, auf den man den Ballen draufstellt. Und dann kann man zum Beispiel mit bestimmten Unterbodensubstraten, die wasserdurchlässig sind, dafür sorgen, dass ich eine bessere Wasserleitfähigkeit des Bodens im unteren Bereich habe. Man kann zum Beispiel Lava unten auch einbauen, also wenn der Boden besonders verdichtet sein sollte. Was man aber auf jeden Fall machen sollte bei stark verdichteten Böden, ist einfach die Grubensohle, also die Pflanzlochsohle, die wirklich tiefgründig lockern.